So, Tag zusammen. Hi, hallo und herzlich willkommen bei Potternander unterwegs hier am wunderschönen sonnigen Sonntag aus der Grafenmühle in Bottrop. Wir sind am Rotbach-Treff. Ja, das ist hier der Ort meiner Kindheit hier an dieser Rennstrecke. Da habe ich unzählige Runden schon als Kind gedreht und da weiß ich noch, irgendwie hatte mal so eine Karre eine Fehlfunktion und das hörte gar nicht mehr auf zu fahren. Ich hatte Spaß. Ja, Minigolfplätze, Gastronomie, Pommes, Motorradtreff. Kann nur geil sein. Auf geht's, wir wandern eine Runde. Ah, morgen ihr zwei. Hallo. Gibt's doch gar nicht. Was macht ihr denn hier? Wir haben gedacht, wir fahren dort mal hin, das schönes Wetter. Was ein Zufall, mal. Wir sind echt, gibt's doch gar nicht. Mitten hier im Bottrop und ihr auch hier. Ja, haben wir gar nicht abgesprochen. Ne? Kennst du doch bist Spinner. Haben wir gar nicht abgesprochen. Geht ihr auch auf der Halde? Ja. Geil, ja, wollten wir eigentlich machen. Lass uns ein Stück zusammenlaufen. Ja, ja, komm, auf geht's. Cool. So, man glaubt's kaum. Naherholungsgebiet hier, Kirchheller Heide. Und das erste Biotop entdeckt. Ja, herrlich. Heute mal Weitwinkel. Ja, altbekannte Wege hier. Und es geht hoch hinaus. Sehr, sehr schön. Allerfeinstes Wanderwetter. Ah. Ja, außer uns ist ja fast niemand hier unterwegs, ne? So, sehr verehrte Damen und Herren, sehen Sie ein paar sehr seltsame und vor allem auch seltene Bilder. Denn der Herr Tippelbuddy entledigt sich seiner Schutzkleidung. Das sieht man auch nur zweimal im Jahr. Und zwar bei Temperaturen üblicherweise jenseits der 35 Grad. Ja, manche mögen es eben heiß. Jawohl! Du geiles Stück. So, da sind wir. Auf dem Heiligen Berg hier. Und die Kenner von euch, die haben es ja längst schon erkannt. Wir sind auf Halde Haniel. Wir laufen von der Grafenmühle zur Halde Haniel. Eine wunderbare 13 Kilometer Runde. Ja, und sind jetzt hier auf dem Kreuzweg. Die einzelnen Stationen hoch bis zum Gipfelkreuz. Hier Station 1, Pilatus wäscht seine Hände. Wenn ich jetzt noch wüsste, was das alles damit auf sich hätte. Die Kirche muss in ihrer Verkündigung und in ihrem Wirken unter allen Verhältnissen für die Würde, das Recht und die Freiheit des Menschen eintreten. Das hatte Bischof Franz Hengsbach gesagt. 1981, da war ich gepflegte 3 Jahre alt. Wahnsinn. Teufkübel ist das nämlich hier. Ein Gefäß mit dem Anfallen des Gestein. Oh, da blendet, ich sehe gar nichts. Beim Teufen herstellen eines Schachtes gehoben wird. So, und auf dem Weg nach oben gibt es allerlei Bergmännisches zu erfahren und allerlei Biblisches nachzulesen. Also eine Tour, die wie immer auch ein bisschen der Allgemeinbildung dienlich ist. Weiter geht's. Und Station 2. Und wir sehen hier auch die bekannte Zeche Prosper Haniel im Hintergrund. Zweite Station, Jesus nimmt sein Kreuz auf sich. Jede Arbeit, ob körperlich oder geistig, ist unvermeidlich mit Mühe verbunden. So wie der Aufstieg hier. Diese mit der Arbeit verbundene Mühsal kennzeichnet den Weg des menschlichen Lebens auf Erden und stellt eine Ankündigung des Todes dar. Oh Gott, warum muss dieser Glaube immer so direkt von Tod geprägt sein? Kirche soll Hoffnung spenden. Was sagst du dazu? Hä? So, weiter geht's, nach oben. Boah, das macht Böcke. Ich könnte joggen jetzt. Ich könnte joggen. Da hinten, Station 3. Wir nähern uns natürlich auch der Osterzeit und dann ist das hier auch immer eine ganz besondere Veranstaltung, natürlich den Kreuzweg hoch zu pilgern, richtig mit Beten und so. Selber noch nicht gemacht, aber ich glaube, da drückt immer näher. Gleitbogenausbau, ein Streckenausbau, der durch seine Halbkreisform eine hohe Stabilität bietet. Durch das besondere Profil ist der Bogen in der Lage, bis zu hoher Belastung nachzugeben. Die Profile schieben sich dann ineinander und werden nicht beschädigt. Dritte Station, erster Fall. Arbeitslosigkeit verletzt fast immer die Würde dessen, den sie trifft.
und droht, sein Leben aus dem Gleichgewicht zu bringen. Weltkatechismus 1992. Ja, ist mal wieder aktueller denn je. Und vierte Station. Jesus begegnet seiner Mutter. 1987 hat Papst Johannes Paul ja auch schon wieder was gesagt. Und wir stehen hier vor dem Tonnenwagen. Gleisgebundener Transportwagen für Kohle und andere im Bergbau zu transportierende Schuttgüter. Guck mal, das finde ich geil hier. Die Lebenskraft des Ruhrgebietes ist die Solidarität. Bei aller geforderter Sachgerechtigkeit muss stets die Achtung vor der unantastbaren Würde des Menschen bestimmend sein. Nicht nur der einzelnen Arbeiter, sondern auch ihrer Familien, nicht nur der Menschen von heute, sondern der kommenden Generation. Ja, Papst Johannes Paul, 1987. Schlag auf Schlag geht's weiter an der fünften Station und ist mal wieder von Solidarität die Rede. Ja, das sind Werte, die eigentlich aktueller sind denn je, ne? Aber ja, lässt sich jetzt drüber philosophieren. In Stahl oder Holz. Der Türstockausbau wurde im Bergbau benutzt, bevor es den Bogenausbau gab. Erst heute kaum in Gebrauch. Ja, jetzt sowieso nicht mehr. Und hier hält Station 6 die Veronika das Schweißtuch. Boah, Schweißtuch ist gut. Weiter geht's. Ja, und vor 30 Jahren gab es den ganzen Baumbewuchs noch nicht. Ne? Der Kreuzweg war auch noch nicht und dann konntest du Schuss von oben runterballern hier mit dem Fahrrad. Station 7, der zweite Fall. Unverschuldete Arbeitslosigkeit wird zum gesellschaftlichen Skandal, wenn die zur Verfügung stehende Arbeit nicht gerecht verteilt und der Ertrag der Arbeit nicht dazu verwandt wird, neue Arbeit für möglichst alle zu schaffen. Ja, hört den Worten von Papst Johannes Paul 1987. Wahnsinn. Eine Seilscheibe natürlich. Station 8. Weinende Frauen. Wieder dieses Leid, ne? Dieses Elend. So. Und das ist hier die Station 8. Der Christ darf sich nicht gleichgültig verhalten gegenüber Zuständen im natürlichen Leben. Nikolaus Groß, Bergmann. Opfer der Nationalsozialisten. Hopp, rein da. Doch, geht. Oder laufen wir das Stück noch bis da oben? Ja, komm. Das ist gar nicht mal so anstrengend, ne? Ich schaff doch nicht vor der Nase. Nö, da läuft sich gut. Aber da kennt man ja auch alles, ne? Da weißt du, wie weit es noch ist. Abbauhammer. Station 10. Beraubung der Kleider. Jetzt müsste man irgendwie noch ein bisschen Ahnung haben, was da alles hintersteckt, ne? Ja, wenn Kirchenkenner unter euch sind, könnt ihr mir gerne... Kenner? Kirchenkenner! Was hast du denn verstanden? Nein! Ein Weizenkörper. Station 11. Oh, Annagelung. Unser Glaube aber ist stark, die Hoffnung groß und hoffentlich die Liebe so brennend heiß, dass sie Berge versetzen kann. Gottfried Könzgen, Arbeitersekretär, Opfer der Nationalsozialisten. So, die letzten paar Meter, dann haben wir das erste Haldenplateau erreicht und das Gipfelkreuz. Ja, und man glaubt es kaum, das Jahr schon 30 Jahre her, ich sag's immer wieder, das Kreuz hier damals der höchste Punkt der Halde war. Somit war das Plateau quasi hier erreicht und wir haben ja jetzt hier noch einen ganzen Haldenaufbau. Ach, die Totems sind dazu gekommen, die Haldenarena. Also, und wie gesagt, dieser beeindruckende Kreuzweg. Ja, und ich sag mal, die Beliebtheit, die steht völlig außer Frage. Hier ist wirklich jede Menge los.
so ein Päuschen tat gut. Und nach der ganzen Wanderautobahn sind wir hier in einem wunderbaren Biotop und diese liebliche Natur hier mit diesen ganzen kleinen weißen Blüten. Ach, das ist hier wirklich ein Traum. So knorrige alte Bäume, ein Bachlauf. Ach, das ist sehr urtümlich hier. Ja, und das, wie gesagt, mitten im Bottrop, ne, im kölnischen Wald. Willst du mehr? So, da sind wir auch schon wieder angekommen. Nach ungefähr knapp 14 Kilometern. Schöne Runde, hör mal. 3,5 Stunden vielleicht, bisschen mit Päuschen, sehr abwechslungsreich. Hab mich wirklich überrascht von der Wegführung her, gerade ja, weil ich die Strecke sehr, sehr gut kenne, gerade die Halde Haniel. Trotzdem hat mich der Weg oder uns nochmal an wirklich ganz neuen Orten entlang geführt. Also macht richtig Bock. Wir genießen hier noch den Trubel in Grafenmühle, Bikertreff, Ausflugsziel. Ja, und es riecht hier überall nach Pommes. Ich muss ausmachen hier, sonst kriege ich einen Fressflash. Okay, bis dahin, bleib gesund. Schönen Sonntag, kommt gut in die nächste Woche. Und bis bald, sagt euer Schröbi von Potternander. Ciao.